Horizon ist ein Rundenstrategiespiel, in dem der Spieler mal wieder für das Schicksal der gesamten Menschheit zuständig ist und für sie die Galaxie erobern muss. Die muss erstmal erkundet werden. Standardgemäß werden dann Kolonien gegründet, Handel getrieben und das Militär aufgerüstet. Konflikte werden in Schlachten zwischen einzelnen Schiffen ausgeführt. Die Entwickler versprechen eine vollständig interaktive Galaxie mit 10 Rassen samt einzigartigem Hintergrund. In Dark begleiten wir Eric Bane, der mit einer Gedächtnislücke und einem Durst nach Blut aufwacht. Offenbar hat ihn jemand in einen Vampir verwandelt und wenn er es nicht schafft, Blut von seinem Erschaffer zu trinken, wird er sich über kurz oder lang in ein hirnloses Monster verwandeln. Der Weg zu diesem Meistervampir ist gespickt mit Schleichherausforderungen, denn Dark setzt auf Stealth und lässt uns von Deckung zu Deckung und von Schatten zu Schatten huschen, durch ein System von Vampirkräften wie Teleportation unterstützt. Das Gameplay hat in den Vorschauen überzeugt, optisch ist der Cell-Shading-Look Geschmackssache. Mit Tokitori 2 Plus bringt Two Tribes den Nachfolger eines Game Boy Color-Spiels von 2001 und setzt auf Metroidvania-Gameplay. Nur, dass wir hier ein Küken durch einen nur auf den ersten Blick friedlichen Wald steuern müssen. Um die knackigen Rätsel zu lösen, muss die Welt frei erkundet und das Verhalten der NPCs gut studiert werden. Das zweite Add-on zu Sid Meier's Civilization 5, Brave New World, soll deutlich umfangreicher als Gods and Kings werden und vor allem auch tiefer in die Spielmechanismen eingreifen. So werden vor allem die Einflüsse von Kulturen aufeinander wichtiger, indem Vorreiter in Sachen Kunst und Feingeistigkeit ihre Nachbarn beeinflussen und auf ihre Seite ziehen können. Mit Ideologien wird die Welt in drei Blöcke aufgeteilt, was im Rahmen der deutlich wichtiger gewordenen Vereinten Nationen eine bedeutende Rolle spielen kann. Abgerundet wird das Paket durch Handel und Archäologie, die auf der Historie des eigenen Spiels beruht. Und natürlich gibt es auch neue Völker, Anführer, Einheiten und Bauwerke. So many trailers are fast. Time to take it slow, like a boat. Leviathan Warships verbindet Rundentaktik mit Echtzeitelementen, in dem immer für einen Abschnitt von 10 Sekunden Befehle ausgegeben werden, wobei in den kleinen Flotten von bis zu 8 Schiffen Friendly Fire oder Zusammenstöße durchaus möglich sind und tunlichst vermieden werden sollten. So soll eine große taktische Tiefe entstehen, die durch eine starke Individualisierung der Flotten und einzelnen Schiffe unterstrichen werden soll. Der Schwerpunkt liegt aller Voraussicht nach auf dem Multiplayer, es existiert aber auch eine kurze Solo-Kampagne. The Inner World wird das Debüt eines neuen Studios, das aus dem Team hinter einer Animationsabschlussarbeit hervorgegangen ist. Auch das Point-and-Click-Adventure selber hat seine Wurzeln in dieser Abschlussarbeit und setzt auf liebevollen 2D-Zeichentrick, schräge Charaktere und eine ungewöhnliche Welt. Asposien, das wir im Lauf des Spiels selbstverständlich retten sollen, ist eine unterirdische Anlage, die offenbar auf die meisten Naturgesetze pfeift, aber von künstlicher Belüftung abhängig ist. Als die versagt, müssen wir als Musikernovize Robert in Zusammenarbeit mit Diebin Laura die Hintergründe aufklären und dafür natürlich Rätsel lösen. The Raven, Legacy of a Master Thief, ist ein Adventure der Macher von Book of Unwritten Tales, wartet jedoch mit einem völlig anderen Setting auf. Statt in eine Fantasy-Welt geht es ins Paris der 60er Jahre. Ein Meisterdieb namens The Raven hält Europa in Atem und steht im Zentrum eines mysteriösen Mordfalls. Die Entwickler versprechen eine spannende Krimi-Geschichte voller Wendungen. Nach einer Verzögerung soll Shadowrun Returns jetzt am 25. Juli erscheinen. Der Kickstarter-Erfolg vom ursprünglichen Entwickler des Shadowrun-Pen-and-Paper-Rollenspiels setzt wenig überraschend auf hohe Authentizität der Welt und taktische rundenbasierte Kämpfe in isometrischer Ansicht, die mit dem XCOM-Reboot vergleichbar sein sollen. Erhältlich ist das Spiel rein über Steam, einzige Ausnahme stellen die DRM-freien Kopien der originalen Backer auf Kickstarter dar. Die deutschen Rollenspiel-Klassiker der Nordland-Trilogie werden neu aufgelegt und Schicksalsklinge macht dabei den Anfang. Das HD-Remake wird dabei die hohe Komplexität des Originals beibehalten und auch weiterhin Rastaufenthalte auf der Reisekarte fordern, sich eng an das zugrunde liegende Rollenspielsystem von Das Schwarze Auge halten und die Kämpfe rundenbasiert ablaufen lassen. Aber eine neue Grafik, neue Versionen der Originalmusik und ein überarbeitetes Interface verpassen dem Original eine moderne, zugänglichere Verpackung. Castle Storm ist so eine Art Mischung aus Castle Crashers, Strategietiteln und The Mighty Quest for Epic Loot. Angeblich entstand die Spielidee aber aus dem Wunsch, digitale Lego-Burgen zu zerlegen. Die Spieler können im Tower-Defense-Modus ihre Anlagen bauen und die der Gegner einreißen, alles physikalisch korrekt.
als Halo-Zwischenspiel bringen Microsoft, 343 Industries und Vanguard Games mit Halo Spartan Assault einen Top-Down-Shooter für alle Geräte mit Windows 8 heraus. Für den PC soll dabei ein Patch für Gamepad-Steuerung schnell zur Verfügung stehen, aber Touch-Controllen für Surface oder Windows Phone scheinen im Fokus der Entwicklung gestanden zu haben. Die Story ist zwischen Halo 3 und 4 angesiedelt und soll den Hintergrund des Spartan Ops-Programms vertiefen. Das schräge Beat'em-up Skullgirls mit seinen 8 überzeichneten, aber auch ausgesprochen kreativen Kämpferinnen und dem herausfordernden Gameplay war auf Konsolen schon erfolgreich. Nach einer Crowdfunding-Kampagne für DLC-Charaktere steht nun aber auch eine PC-Version an. Die wird an einigen Stellen leicht erweitert und bringt eine überarbeitete Gegner-KI mit, sowie eine In-Game-Move-Liste, die zum Konsolen-Release noch fehlte.